Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Ihr seht es an der linken Seite, es hat sich bewährt. Wir behalten es komplett bei. Unser Cain Bluthof macht einen guten Job. Oh, der Schwarze Ritter war eigentlich immer zuverlässig. Deswegen lassen wir das Ganze jetzt mal hier auf diese Art und Weise. Und wir bekommen... Gul'dan. Wir kommen Wichtel. Okay. Dann wissen wir schon, was uns in der ersten Runde erwartet. Das heißt, wir bekommen gleich wieder unseren blauen Oschi zu sehen. Und falls nicht, haben wir hier noch die schöne Möglichkeit, unseren Beutehamsterer zu spielen. Ja, aber schauen wir erstmal. Wir warten erstmal ab, was er macht. Komm, blau. Ich grüße euch. Spiel den blauen. Er spielt keinen blauen. Gut, dann warten wir auch mal ab. Ich werde dafür noch keine Münze verschwenden. Er macht nichts. Dann spielen wir einen Beutehamsterer, damit wir ein bisschen Karten ziehen können. Was macht er? Spielt er irgendwas aus? Okay, perfekt. Wir bekommen eine Karte, er bekommt eine Karte. Okay. Wir sind Runde 3. Ich glaube, ich spiele sie aus und leg mir einfach die Waffe an. Dann bekomme ich zwar auch die 3 Schaden, aber habe ja sie immer noch dran liegen. Noch einmal. Und er kommt weg. So, 27 zu 27. So, was macht er jetzt? Ich überlege gerade, wenn er jetzt irgendwas Kleines spielt, wo ich mit ihm angreifen kann, nehme ich ihn raus. Das ist schön. An der können wir uns natürlich... Oh, schade. An der hätten wir uns hochheilen können, aber ja klar. Lauter Einzelschaden. Perfekt. Das ist doch... Nein, wir sind eine Runde zu früh. Dann werden wir erstmal ihn nutzen, um ein bisschen Karten vielleicht zum Ziehen. Schauen wir mal, was er macht. Oder schauen wir mal, was sie macht. Sie wird sicherlich nicht da mit. Okay, hier haben wir jetzt einen, den wir natürlich wegnehmen sollten. Der ist einfach eklig. Sie überlegt noch, was sie hier mitmachen soll. Aber geht natürlich ins Gesicht, das war klar. Ein Hinrichten hätte ich gern. Ich bekomme kein Hinrichten. Der macht immer noch seine 5 Schaden. Deswegen würde ich sagen, geben wir da einfach mal ein Angriffsziel. Dass wir hier mit ein bisschen was, dass wir hiermit einfach mal irgendwas entsprechend machen können. Jetzt muss sie nämlich beide opfern, um ihn wieder wegzukriegen. Und machen wir noch was? Schmerzen. Ja, ich würde sagen, hier hauen wir noch mal einen Schaden drauf. So, und damit es auch schön ist. Hier nochmal einen Schaden extra. So. Er wird mit dem Grumlord uns ins Gesicht gehen. Oder den Akolyten wegnehmen. Er überlegt aber wahrscheinlich gerade auch, ob er tradet. Aber dann hat er beide weg. Okay. Spielt er noch was? Jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Das ist sehr schön. Damit können wir jetzt natürlich schön mit Spalten arbeiten. Darf ich ihn ausspielen? Ja, komm, machen wir. Einmal. Und da gibt es noch was zum Hochbuffen.
Eine Blutsegel-Vulkanierin, Räuberin. So. Schauen wir, wir haben Deckvorteil, wir haben Kartenvorteil. Was macht er jetzt? Hat er noch die 4 Schaden? Jetzt seid ihr in Schwierigkeiten. Okay. Sie mit ihren 4 Schaden ist natürlich eklig. Die sollten wir ihm auch schön wegnehmen. Aber wir haben ja hier eine schöne Dreierwaffe, die wir genau für sowas halt eben nutzen können. Würde ich jetzt sagen, wir spielen einmal unseren Gurubashi Berserk. Dann legen wir uns die Waffe an, nehmen sie aus dem Spiel, dafür gibt es einmal Leben hier drauf und schön ins Gesicht rein. Okay, nächste Runde. Wir haben 12 Schaden auf der Hand liegen und hier sind auch nochmal entsprechend weitere, das heißt wir können 16 Schaden austeilen. Okay, sein Leerwandler bringt ihm natürlich jetzt entsprechend viel. Ja, wir haben schon gewonnen. Wir machen als erstes... Oh, obwohl, damit können wir uns hier hochheilen. Einmal. Dann machen wir hier das zweite Mal. Und dann nehmen wir ihm noch den hier weg. Einmal. Und er hat verloren. So, war ein schöner, schneller Sieg mit unserem Kriegerdeck. Es hat Spaß gemacht, das so zum Spielen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was wir noch am Deck verbessern könnten. Welche Karten wir vielleicht austauschen sollen, weil sie nicht viel bringen. Ja, und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.